sitzen wir hier auf dem Sofa. Hat auch einen Grund. Willst du denn erklären, Michelle? Richtig. Na, halt sind wir heute auf dem Sofa, weil nämlich ab nächste Woche rollt der Ball wieder. Endlich wieder. Ich glaube, da haben sich schon alle Kinder drauf gefreut und auch die Trainer freuen sich. Bevor wir auf den Platz können, müssen wir aber mit euch einige Sachen besprechen, damit die Infektionszahlen halt nicht wieder steigen. Richtig. Eins ist davon, dass wir halt weiterhin beim Niesen in die Ellbogen niesen. Ja, wichtig ist auch, dass zum Beispiel, wenn du krank bist und hast Fieber oder halt du hustest, das kann sogar nur leichter sein. Das sollst du nicht zum Training kommen, das sollst du zu Hause machen. Das ist ganz wichtig. Die Gruppengrößen sind halt maximal 7 Spieler und ein Trainer. Das bedeutet halt, und der Trainer wird die ganze Zeit bis den Sommerferien halt für deine Gruppe halt verantwortlich sein. Ihr seht auch, wir stehen hier ein bisschen, wir sitzen hier auseinander. Zweikämpfe sind leider noch nicht erlaubt. Richtig. Ja? Richtig, das Training wird weiterhin in Abstand von 2 Metern. Es gibt weiterhin die Kontaktsperre bis zum 15. Juni. So. Und auch der Weg zum Spandauer Damm zum Beispiel, davor zu überlegen, wie machen wir das? Wir brauchen zum Beispiel ein Hygienekonzept. Auch wer ist dafür verantwortlich? Sind wir die Ehrenamtlichen oder halt kommt das vom Gesundheitsamt, Senat? Gleichzeitig ist auch die Frage, halt, können wir überhaupt um 17 Uhr trainieren oder müssen wir schon um 15 Uhr, damit wir diese Gruppe entzerren? Am Spandauer Damm sind wir auch nicht allein. Es gibt auch noch CS Olympia auf der Anlage, es gibt in Berlin United auf der Anlage. Argo. In Argo gibt es halt diese Vereine, müssen wir absprechen, weil es bringt jetzt nichts, halt, wenn wir eigentlich ein Konzept entwickeln würden und die anderen halt würde was anderes machen, dann hätte er wahrscheinlich halt ein Problem und dann würde er trotzdem halt diese Zahlen steigen. Ja, ihr seht schon, viele Fragen sind da und wenig Zeit. Wir wollen ja so schnell wie möglich wieder auf den Platz. Deswegen ist es heute auch tatsächlich letztes Mal die letzte Sendung für Nationalfußball. Heute genau, müssen wir gleich die Zeit nutzen, um das vorzubereiten, damit wir bald wieder auf den Platz können. Aber zum Abschluss haben wir noch ein Quiz für euch. Bitte. Und wir werden euch trotzdem halt in nächster Zeit mit halt Fußballtricks, die draußen stattfinden können, halt euch beliefern, damit ihr trotzdem halt weiter halt auf unserem Kanal halt schauen könnt. Aber halt, wir können glücklicherweise wieder bald draußen Fußball spielen. Ich denke, auch durch die Lockerung sind jetzt auch schon wieder viele draußen gewesen und haben gar nicht mehr so eine Lust, im Kinderzimmer Fußball zu spielen. So, jetzt kommen wir zu unserem Quiz. So, die erste Frage, Vincent. Die meisten Kopfballtore in einem Weltmeisterschaftsturnier. Von welchen Spielen wurde der gemacht? Die meisten Kopfballtore? Das ist ja eine ganz schön schwierige Frage. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja. Ich kann ohne Antwortmöglichkeiten. Ohne Antwortmöglichkeiten. Aber ich gebe dir einen Tipp. Der wurde jetzt gerade befördert bei Bayern München. Ich glaube, ich weiß schon, wer das ist. Das wird der Co-Trainer der neuen Saison bei Bayern München. Richtig. Und das müsste der Miro Klose sein. Richtig. Und weißt du auch, wie viele Treffer er gemacht hat? 14? Waren es 14? Nee. 16? Er hat 5 Kopfballtore gemacht. Achso, hast du mit dem Kopf? Ja. In 7 Begegnungen. Mhm. Ich dachte insgesamt. Nee. Zweite Frage. Welche deutsche Spieler, auch wieder WM-Frage, traf 3-mal hat 3 Toren bei einer Weltmeisterschaft? 3-mal 3 Tore? Ja. Das müsste. Kann auch schon wieder Miro Klose die Antwort sein? Nee, leider oder nicht. Oder ist es der Lukas Podolski? Nein, auch nicht der Podolski. Warum ist der Podolski? Nee, es war der ehemalige Trainer von die Amerikaner. Ah, und der letztens bei Hertha der SC noch richtig, war. Richtig. Das müsste ja Jürgen Klinsmann sein. Richtig. Nämlich 1990 hat er 3 Tore geschossen. Okay. 1994 5 und 98 hatte 3. Ein bisschen vor meiner Zeit. Richtig. Ja, 98 habe ich noch gesehen, aber die war nicht ganz so erfolgreich für Deutschland. Ja, 98. Welches Land hat bei den Weltmeisterschaften die meisten Tore überhaupt geschossen? Vielleicht der Rekordweltmeister Brasilien? Nee, leider nicht. Nee? Das ist auch wieder Deutschland. Wieder Deutschland, wollte ich gerade sagen. Deutschland, ich glaube, allein durch die 7-1 gegen Brasilien im Halbfinale 2014 hat er schon ganz schön viel für die Statistik gebracht. Richtig. Laut Buch haben wir halt bis jetzt mal 224 Tore geschossen.
One. Ja, also ganz viel. Ganz schön große Hausnummer. So, es gab einmal auch beim Weltmeisterschaft die Golden Goal. Weißt du, was du eigentlich jetzt findest? Golden Goal, ja. Dann hat man in der Verlängerung, wenn dann ein Tor geschossen wurde, ist das Spiel beendet gewesen und die Mannschaft, die das Tor gemacht hat, hat sofort gewonnen. Weißt du, wer das war, welche Spiele das Tor gemacht hat? In der Weltmeisterschaft, das müsste 1998 gewesen sein. Sehr gut. In der Weltmeisterschaft. Ja. Wo war da ein Golden Goal? Das könnte Brasilien gegen Niederlande gewesen sein? Nein. Nee? Das war halt mein Tipp, es war halt Paraguay gegen Frankreich 1-0. Aber jetzt ist die Frage, wer hat das Tor gemacht? Also, sag was, Wein, ein bisschen mit Wein. Laurent Blanc. Richtig, sehr gut. Sehr gut. Also, jetzt haben wir noch eine Frage. So, findest du halt, Jungs und Mädchen, beide halt können Fußball spielen und deswegen haben wir auch mal eine Frage halt über eine Frau-WM. Wann war eigentlich überhaupt, wann wurde die erste Frauen-WM ausgetragen? Erste Frauen-WM ausgetragen? Das ist in den 90er Jahren gewesen, das stimmt. 94? Nein. 1991. 91. Ja. Stimmt, das ist ja, kann ja gar nicht sein, wenn 94 die Männer werden. Ich glaube, das ging es ja gar nicht. Ja. 1991. Gibt es eigentlich bei uns in der Nähe halt eine gute Frauenfußballverein? Oh ja, und zwar ein wenig außerhalb von Berlin, Potsdam, die brandenburgische Hauptstadt. Das ist natürlich Turbine Potsdam. Richtig. Ja. Und ich glaube, VfL Wolfsburg hat auch eine sehr ordentliche. Ja, mittlerweile sehr, genau, sehr gute Abteilungen haben die, bis jetzt abfallen. München hat jetzt auch eine sehr starke Frauenabteilung. Ja, welches Land wurde halt bei den Frauen letztes Mal Europameister, Vincent? Genau, oder? Ja, genau. Das war die andere Reihe. Bitte. Niederländer. Das war ein wahnsinniges Fest, also das ganze Land hat, ich finde das, ich würde auch noch was dazu sagen. Die Frauenfußball in Niederlande finde ich halt, wie die das machen, das ist der richtige Weg. Es gibt ganz viele Mixvereine, mit jungen Mädchen zusammenspielen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Zukunft das bei Oranje Berlin auch etablieren könnten, halt, dass Jungs und Mädchen gemeinsam in einem Team spielen könnten und dass es keinen Unterschied gibt zwischen Jungen oder Mädchen, wir müssen alle gleich. Ich habe jetzt eine letzte Frage. Also, Fußball ist auch ein guter Sport. Jetzt hat mit Corona dürfen wir keine Zweikämpfe, es gibt weiterhin kontaktlos. Aber es gibt auch bei der Weltmeisterschaft einige Länder halt, wir haben uns hier manchmal schon einige Karten eingefangen. So, die erste Frage lautet, welche Mannschaft hat die meiste, welche Mannschaft, Land hat die meiste rote Karten eingesammelt? Könnten das eventuell auch die Brasilianer sein? Richtig. Die Rekordweltmeister sind sie noch, aber auch rekordrote Karten. Ne? Richtig. Wie viel denkst du? Ach ja, warte, die waren seit 1930 gibt es die Weltmeisterschaft 15, 16? Nein, 11. 11 rote Karten. Okay. Naja. Und ich bin etwas überrascht, weil die Holländer haben 7, wobei die nicht immer dabei sind. So, ja, das ist, stimmt. Hatte Marc van Bommel eine rote? Das war jetzt die Stärke. Okay. Halt. Gut. Ja, das war unser Quiz. Und, ja, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht die letzten Wochen. Ja, ich fand's sehr schön. Also dicken Dank natürlich auch an Philipp, der hier jetzt gerade hinter der Kamera sitzt, für die letzten Wochen. Und wir sehen uns hoffentlich bald alle auf dem Platz wieder. Bitte. Am Mittwoch haben wir dann wieder dicke Woche. Richtig. Bis bald. Bis bald. Viel Spaß.